Und damit die vierte These. Melancholie ist die nötige Triebkraft der Welt. Wer Melancholie nicht kennt und im eigentlichen Sinne nicht sogar schätzt und pflegt, der wird auch die Freuden dieser Welt weniger schwer schätzen. Wer die Schwere dieser Welt ausklammert, wird auch das Leichte weniger genießen. Ganz aktuell wird deutlich, dass unser Leben oberflächlich bleibt, wenn wir nicht auch die Verantwortung übernehmen für Menschen weltweit, die nicht in glücklichen Umständen oder wie es Goethe beschrieb, eben unter einem glücklichen Stern geboren wurden. Dazu müssen wir die Traurigkeit und damit auch die Melancholie über das Leid und die Ungerechtigkeiten dieser Welt im Angesicht von Hungernden, Notleidenden und Misshandelten nicht nur aushalten, sondern zur Herausforderung und zur Kraft der Veränderung nutzen. Ich werde auf den Gedanken der fünften These nochmals zurückkommen, aber nun zu dem Text der Stachelschweine, die dieses Feld ausloten. Schopenhauers Stachelschweine oder die Notwendigkeit eines interethischen Dialogs. Manche Texte lassen sich je nach Lebenslage und nach thematischem Kontext immer wieder neu lesen, aneignen und interpretieren. Vielleicht ist das sogar ein grundlegendes Kennzeichen guter Texte, zu denen auch die Parabel Die Stachelschweine von Arthur Schopenhauer gehört, die er 1851 in Parerga und Paralipomena mit weiteren Aphorismen zur Lebensweisheit veröffentlicht hat. Ich darf den ersten Teil vorlesen. Eine Gesellschaft Stachelschweine drängte sich an einem kalten Wintertage recht nah zusammen, um sich durch die gegenseitige Wärme vor dem Erfrieren zu schützen. Jedoch bald empfanden sie die gegenseitigen Stacheln, welche sie dann wieder voneinander entfernte. Wann nun das Bedürfnis der Erwärmung sie wieder näher zusammenbrachte, wiederholte sich jenes zweite Übel, sodass sie zwischen beiden Leiden hin und her geworfen wurden, bis sie eine mäßige Entfernung voneinander herausgefunden hatten, in der sie es am besten aushalten konnten. Nun, den ersten Teil dieser Geschichte und auch die ganze kann man individual bzw. entwicklungspsychologisch lesen. Und da sich der Text auch in Lesebüchern weiterführenden Schulen findet, dürfte dieser Zugang auch nicht ungewöhnlich sein. Er lädt auch dazu ein, über die Möglichkeit einer Optimierung komplexer oder zumindest dipolarer Situationen und Strukturen nachzudenken. Und natürlich verrät der Text auch so manches über seinen Autor. Hier spricht nicht gerade ein Menschenliebhaber, sondern eher ein Misanthrop, der an anderer Stelle einmal gesagt hat, seit ich die Menschen kenne, liebe ich die Tiere. Aber Schopenhauer liefert gleich im Anschluss, im zweiten Absatz in der Parabel, seine eigene Interpretation. Ich zitiere. So treibt das Bedürfnis der Gesellschaft, aus der Leere und Monotonie des eigenen Innern entsprungen, die Menschen zueinander. Aber ihre vielen widerwärtigen Eigenschaften und unerträglichen Fehler stoßen sie wieder voneinander ab. Die mittlere Entfernung, die sie endlich herausfinden und bei welcher ein Beisammensein bestehen kann, ist Höflichkeit und feine Sitte. Dem, der sich nicht in dieser Entfernung hält, ruft man in England zu, keep your distance. Vermöge derselben wird zwar das Bedürfnis gegenseitiger Erwärmung nur unvollkommen befriedigt, dafür aber der Stich der Stacheln nicht empfunden. Wer jedoch viele eigene innere Wärme hat, bleibt lieber aus der Gesellschaft weg, um keine Beschwerde zu geben noch zu empfangen. Nun, Schopenhauers Stachelschweine repräsentieren ganz im Sinne der Textform einer Parabel natürlich uns, die Menschen. Unser individuelles Bedürfnis nach Gemeinschaft und Solidarität lässt uns die Nähe zu anderen suchen, negative Erfahrungen mit ihnen dagegen die Distanz. Dieses Spannungsfeld erfährt durch Höflichkeit und Sitte, wozu man
eben Rechtsvorschriften, Gesetze, aber auch Rituale zählen kann, ein gewisses Gleichgewicht. Diese Suche nach dem richtigen Abstand zwischen den Stachelschweinen könnte demnach metaphorisch auch als die Suche nach einer angemessenen Lebensform, aber auch einer Staats- und Regierungsform gesehen werden. Dies alles gilt allerdings, so der letzte Interpretationssatz Schopenhauers, nicht mehr Ausnahmemenschen. Schopenhauers Stachelschweine können zu einer Reflexion dreier Zusammenhänge dienen. Zum Ersten wird nach dem unserer demokratisch verfassten Gesellschaft zugrunde liegenden Menschenbild gefragt. Zum Zweiten kann die Bedeutung des Dialogs als permanenter und notwendiger Verständigungsprozess in den Mittelpunkt gerückt werden. Und drittens schließlich die hohe Notwendigkeit eines als interethischen Dialogs verstandenen Prozesses, von dem es aber auch kein außerhalb im schopenhauerischen Sinne geben kann. Wenn ich jetzt weiterlesen würde, hätte ich noch einige Seiten, aber wir sind dabei, Melancholie und Musik auch dahin zu nehmen, genau über diesen Abstand nachzudenken, der sich in Melancholie auch immer wieder spiegelt, wenn die richtige Distanz zwischen Nähe und Distanz gefunden werden.